Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch ein paar Informationen über den neuen Kugler zeigen, der jetzt ins Spiel kommt mit dem Patch, der entweder am Dienstag released wird oder am Mittwoch. Zurzeit geht man davon aus, dass am Mittwoch released wird, weil bisher noch keine offizielle Nachricht von Fortnite kam. Und ja, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Hamsterrad, weil man sich eben halt innen drin nicht wirklich selbst mitdreht, sondern eben halt nur außen das Rad dreht und man da ja still drin sitzt. Man kugelt ja nicht direkt mit. Und deshalb hat es eben halt so von vielen auch als Hamsterrad bezeichnet. Und ich gehe jetzt in eine Runde und zeige euch schon mal die Spawnplätze, wo man das Ganze dann später finden wird. Bis gleich. Ich fliege jetzt schon mal zu einer Expeditionsbasis, denn schon ähnlich wie die Flugzeuge spawnen diese der Kugler oder auch Hamsterbälle ziemlich, ich glaube fast ausschließlich an den Expeditionsstandorten, die zum Beispiel hier sind. Da oben ist auch einer, da ist ja eine etwas größere Basis. In Frosty Flights noch eine Basis, da auch. Und dort eben halt überall spawnen die. Ich zeige euch auch nochmal genau den Punkt, wo man erkennen kann, dass sie spawnen werden. Natürlich wird es auch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit sein, dass sie da spawnen. Und ja, hier drauf, auf diesen Teilen hier, werden die dann später spawnen. Und es gibt auch manche Theorien, dass man die da immer aufladen muss. Das heißt, man kann nur einen bestimmten zeitlang damit fahren. Ich glaube es irgendwie ehrlich gesagt nicht, weil das diese Hamsterbälle ganz schön schlecht machen würde, weil man dann so eine gewisse Mobilität verlieren würde. Wenn du dir vorstellst, du musst immer darauf achten, dass du zur nächsten Aufladestation kommst. Das wäre ein bisschen unnötig. Deshalb gehe ich wirklich davon aus, dass die dort nur spawnen. Und ich werde euch jetzt kurz nochmal das Bild einblenden. Kein Emote, lul. Und ihr solltet auf dem Bild auch schon erkennen können, dass man ja dass vorne so ein kleiner Grappler dran ist. Und ich denke, man wird den dann irgendwie so ziemlich unendlich benutzen können. Natürlich mit einem Cooldown. Man kann den nicht komplett spammen. Aber man kann sich damit dann eben mal zum Beispiel Berge hoch grappeln. Und das wird dann sozusagen der Grappler wieder zurück im Spiel sein. In einer etwas veränderten Form. Ich glaube, das wird echt ein ganz cooles Item. Wenn man, vor allen Dingen, wenn man runterfährt, sollte ja der Logik nach dann wirklich richtig schnell werden. Ich meine, ihr kennt sicherlich, wenn ihr eine Kugel mal einen Berg runtergerollt habt, dann nimmt das eben halt einen extremen Speed auf. Und es sollte immer eine sehr, sehr geringe Reibung haben, da so eine Kugel ja eigentlich deutlich geringere Reibung hat als so ein Auto. Da es ja auch keinen Motor zum Beispiel hat, der da etwas blockieren würde. Und innen drin seht ihr ja auch noch den Sitz. Und das heißt, man weiß auch schon, dass das definitiv ein Ein-Personen-Fahrzeug sein wird. Ist auf jeden Fall auch mal wieder ganz cool, dass es für eine Person ein neues Fahrzeug gibt. Und ja, ich hoffe wirklich, dass man damit noch ein zusätzliches Fahrzeug neben dem Driftboard hat und der Quadramme, weil ja die Quadramme ist so eher mittelgut, da es eben halt deutlich bessere Fahrzeuge eigentlich schon gibt. Weil natürlich jedes Fahrzeug hat eigentlich seinen Einsatzzweck. Das Driftboard ist echt praktisch, wenn man so kurz mal nur von einem Punkt zum anderen Punkt fahren will, weil es immer nicht ganz so groß ist und man ziemlich wendig damit ist. Und mit einem Hamsterball wird man, glaube ich, gerade so in Bergregionen extrem gut fahren können. Und ja, ich denke mal, das wird einfach nochmal der perfekte Zusatz sein. Und die Quadramme ist eben halt hauptsächlich so für Langstrecken, wenn man dann fliegt damit. Ich glaube, dass das, früher war es ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt richtiger Bug war, dass man damit ja unendlich fliegen konnte.
Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen gewollt, weil man eben halt das eigentlich ganz gut usen kann. Und ich denke mal, es wird auf jeden Fall mal wieder ein interessantes Fahrzeug. Ich finde eben halt bei Epic Games auch richtig cool, dass sie jetzt nicht einfach sagen, wir machen da irgendwie einen Jeep rein, mit dem die Leute dann quer über die Map fahren können, sondern wir machen mit einem Einkaufswagen hat ja alles begonnen. Das war schon, womit eigentlich was kein anderes Spiel gemacht hätte, einen Einkaufswagen als Fahrzeug reinzubringen. Natürlich kamen dann immer bessere Fahrzeuge und auch immer Abwechslung. Aber das ist so wie bei den Waffen. Ein Fahrzeug ist eigentlich nicht mehr oder war schon zu lange im Spiel, wird dann ausgetauscht gegen ein neues Fahrzeug. Und das bringt dem halt auch eine gewisse Abwechslung rein. Und dort, deshalb lassen die sich auch immer und immer wieder die Fahrzeuge einfallen, um da eine Variabilität zu haben. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und das ist auch das, was mir wirklich an Fortnite so Spaß bringt. Die ganzen Abwechslungen. Falls ihr. Ich hatte jetzt kein direktes Bild gefunden. Vielleicht werde ich das nochmal im Nachhinein einfügen. Vom Ladescreen von Battle Royale. Vom Hauptladescreen, wenn man ins Spiel reinkommt. Und dort kann man ja noch. Auf der rechten Seite hat eine ja in der Hand die Schatzkarte. Und. Die ist ja jetzt ins Spiel released. Und es gibt eben halt auch noch einen, deren wirklich eine. In der Mitte steht ja die Schatztruhe dazu. Und dann kann man im Hintergrund, ganz im Hintergrund, auch noch eine. Ich bin lost. Den Hamsterball sehen. Und auf dem Loading Screen kann man eigentlich so ziemlich alles sehen, was so an Items passieren wird. Und da ja auch der Vulkan so ein bisschen ausgebrochen ist, weil hier oben Lava rausströmt, kann man davon auch ausgehen, dass damit ein Live-Event zusammenhängt. Und es gibt ja auch zum Beispiel noch so einen Revolver, den der eine in der Hand hat. Manche gehen jetzt davon aus, dass im Prinzip der frühere Revolver wieder zurück ins Spiel kommt. Natürlich ein bisschen verändert. Aber eben halt sozusagen mit diesem Piratenstil. Ich gehe jetzt zum Schatz, weil ich auch noch Slurp habe, wo ich mich notfalls healen könnte. Am besten finde ich, wenn so ein Schatz auf der Eisfläche da bei Greasy spawnt, weil dann ja der Schatz aus dem Eis kommt. Das ist ja immer ein bisschen broken. So. Ich nehme jetzt schön alle Items mit. Und dann, ja, was das eigentlich mit den Informationen zum Hamsterball, die bisher bekannt sind. Dann eben halt, wenn das Update rauskommt, gibt es weitere Informationen dazu. Und ich werde euch natürlich darüber auch direkt informieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder oder Stream, je nachdem, was ihr eben halt als nächstes guckt. Und dann habt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Ciao.